Universum geht weit über den Kanon, also die Geschichten, die wir in allen Filmen, Serien, aber auch den Neuerscheinungen von Comics und Büchern seit 2012 wissen, hinaus. Kanon bedeutet im Grunde nur, dass die Informationen daraus zu 100% stimmen und sozusagen wirklich in diesem Universum geschehen sind. Der Rest ist der sogenannte Legends-Bereich. Dieser heißt so, da man sich immer wieder dort bedient, um einzelne neue Elemente in den Kanon zu ziehen. Es sind also Legenden. Und wie bei jeder Legende gibt es eben auch bei diesen einen Funken Wahrheit. Heute tauchen wir mal wieder tief in diese Legenden ein und sprechen über die meiner Meinung nach wohl mächtigsten Sith Lords der legendären Abschnitte des Star Wars Universums. Ich bin Luke, das ist meine ganz persönliche Liste der mächtigsten Sith Lords aller Zeiten und damit herzlich willkommen. Ich habe anfangs ja vom Legends-Bereich gesprochen und das hat auch einen Grund. Die Sith dieser Geschichten sind nämlich teilweise so extrem overpowered und teilweise wirklich sehr eigenartig und machen im Kontext unseres Kanons eigentlich nicht wirklich viel Sinn. Aber das entsteht nun mal, wenn X-Autoren über einen Zeitraum von über 30 Jahren alle möglichen Geschichten erfinden und sich neue Machtfähigkeiten ausdenken. Das war nebenbei bemerkt auch ein Grund für Lucasfilms mit dem neuen Kanon und Legends, das alte Expanded Universe abzulösen. Es gab einfach zu viele Versionen der gleichen Geschichte und zu viele Kreaturen und Machtnutzer, die jede weitere Geschichte in diesem Kosmos im Grunde sofort gestoppt hätten. Aber aus diesem Grund beziehe ich mich eben nun fast ausschließlich auf Legends-Siths, da diese eben, wie gesagt, eine ganz andere, schon fast Dragon Ball-Bösewichtartige Steigerung der Machtfähigkeiten erlebt haben. Und deshalb ist es übrigens immens schwer, diese in irgendeine Reihenfolge zu bringen. Und ich schwöre euch, wenn mir wieder jemand, aber was ist mit Starkiller, in den Kommentaren kommt, dann kriegt der direkt eine Ohrfeige mit einem rohen Aal. Starkiller ist, wenn überhaupt, ein Sith Assassin, ein Machtnutzer, der in strikter Kontrolle seines Meisters gehalten wurde, kein Sith Lord. Den Titel hätte er bekommen, wenn er Vader gekillt hätte im Spiel und dann Palpatines neuer Schüler geworden wäre. Dann wäre er ein Sith Lord. Anyhow, fangen wir mal mit dem fünften Platz an. Exar Kun. Dieser ehemalige und vor allem extrem dominante Jedi fiel, wie das ebenso mit dominanten Jedi ist, zur dunklen Seite und wurde zu einem Lord der Sith. Er leitete mehr oder weniger den Krieg gegen die alte Galaktische Republik während der Zeit der alten Sith-Kriege, also noch vor Revan und Co. Zum Sith wurde er aber erst, als er, wie das ebenfalls üblich ist, auf verbotene Sith-Lehren und deren Geschichte innerhalb des Jedi-Tempels stieß. Und als er zum ersten Mal von den Sith erfuhr, machte er sich auf den Weg zum Planeten Onderon, um mehr über diesen alten Orden zu erfahren, in dem so viel Macht steckte. Onderon wurde einst vom Sith-Lord Freedon Nadd beherrscht und als Kun dort auf eine Gruppe von Verehrern dieses inzwischen toten Sith-Lords traf, ließ er sich zu der Gruft von dem bringen. Und jetzt wird es freaky. Kun traf auf den Sith-Geist von Freedon Nadd, welcher im wissbegierigen Jedi eine Möglichkeit der Auferstehung sah. Auch hier wieder ein Punkt, der den Legends-Bereich bzw. das ehemalige Expanded Universe nahezu unvereinbar mit dem Kanon macht. Stellt euch mal vor, diejenigen, die total ausgerastet sind, als Yoda in The Last Jedi mit so einem Blitz rumgefuchtelt hat, würden erfahren, dass auch Sith Machtgeister haben. Oh je, shite, sotorme. Jedenfalls, ging dann alles Schlag auf Schlag und Kun wurde vom Geist des Sith-Lords auf den Heimatplaneten und jetzt der Gruftwelt der alten Sith geschickt. Korriban. Hier verletzte sich Kun und der Geist versprach ihn, ihm das Leben zu retten, sofern Exar Kun immer noch Jedi zu dieser Zeit die Dunkelheit in sein Herz ließe. Und wie das eben so ist, eins führte zum anderen und Exar Kun war erfüllt von Dunkelheit. Er suchte nun Yavin 4 auf, versklavte die primitive Sith-Unterrasse der Masassi und ließ immense Tempelanlagen auf der Oberfläche des Dschungelmondes bauen. Übrigens, Fun Fact, der Tempel auf Yavin 4, den wir in den Star Wars Filmen und Serien als Basis der Rebellenallianz sehen, ist übrigens ebenfalls von den Masassi gebaut. Diese allerdings zur Ehrung des Sith-Lords Naga Sadao, welcher die Masassi mit Sith-Alchemie manipuliert hat und dann versklavte. Kun, nun besessen vom Geist des Freedom Nut, hatte schon bald genug von der Präsenz dieses und entschied sich, ihn zu unterdrücken und zu vernichten. In diesem Prozess erhielt er die gesamte Erfahrung und das Wissen dieses toten Sith-Lords. Ein weiterer Schritt zu seiner immensen Macht. Doch erst während eines brennenden Duells mit einem Jedi-Ritter, der gerade seinen Meister verloren hatte und auf Rache aus war, wurden die beiden vom Geist
Geist eines der größten und wichtigsten Sith-Lords, Mark Ragnos, besucht und zu Sith-Lord und Schüler ernannt. Gemeinsam beschlossen sie, eine neue Ära der Sith einzuleiten und den Jedi einen Schlag zu versetzen. Exakun reiste zu einem damaligen Jedi-Hauptplaneten Ossus, tötete den Archivaufseher und stahl ein Sith-Holochrom, um mit den darin enthaltenen Wissen die Schüler von Ossus zur Bruderschaft der Sith umzuformieren. Diese neuen Sith-Jünger streiften durch die Galaxis und verbreiteten Chaos in der Republik, während er sich auf den Weg nach Coruscant machte, um seinen ersten Schüler, der zuvor gefangen genommen wurde, zu befreien und weitere Anhänger zu finden. Währenddessen wurde er von seinem alten Jedi-Meister konfrontiert. Unfähig, diesen zur dunklen Seite zu bewegen, zog er seine neue Erfindung, das allererste doppelseitige Lichtschwert. Sorry, im Kanon war das ja Darth Mauls Erfindung. Im Legends-Bereich ist es Exakuns. Mit dieser neuartigen Waffe und dem daraus resultierenden neuen Kampfstil, by the way, einhändig, tötete er seinen alten Meister. Und die Jedi, die seinen Schüler gefangen genommen hatten, manipulierte er so weit, dass sie sich auf den Weg nach Ossus machte und dem nahegelegenen Stern dann zur Supernova brachte, was Ossus in ein Höllenfeuer verwandelte. Während die Jedi den Planeten panisch evakuierten, plünderten die beiden die Sith-Archive. Währenddessen traf Kuns Schüler auf seinen Bruder, der ebenfalls ein Jedi war. Sie begegneten sich im Duell und als er seinen Bruder dann töten musste, war er so dermaßen entsetzt von seinen eigenen Taten, dass er wieder einmal die Seiten wechselte und den Orden der Jedi über Kuns Basis auf Yavin 4 informierte. Dieser war dort aber damit nun beschäftigt, mittels Sith-Alchemie seinen Geist vom Fleisch zu separieren und mächtiger denn je zu werden und ewig die Galaxis zu terrorisieren. Jedoch gelang ihm das nicht 100% und er bannte seine Seele in die Tempelanlagen auf Yavin 4 und blieb dann dafür Jahrtausende verborgen. Warum er jetzt auf der Liste der mächtigsten Sith des Star Wars-Universums steht, fragt ihr? Nun, ich bin mir sehr sicher, dass er genauso wie Starkiller einen Sternzerstörer aus dem Orbit ziehen konnte und dass er ebenso die Machtessenz aus Wesen ziehen konnte wie Darth Nihilus. Doch seine Macht und Stärke bekommt er in erster Linie durch seine Skrupellosigkeit und Entschlossenheit. Er schaffte es, die Sith wieder aufleben zu lassen, nachdem sie komplett zerbrochen waren, die Galaxis ins Chaos zu stürzen und die Jedi so zu überraschen, dass sie einen kompletten Kernplaneten von sich mit einem großen Archiv verloren. Abgesehen davon ist er der Erfinder des doppelseitigen Lichtschwerts und das will eben auch was bedeuten. Ein Sith, der sich selbst von seinem Körper löst und als Geist weiter existiert, gehört eben einfach definitiv in die Liste der mächtigsten Sith der Galaxis. Wenn ihr die detaillierte Geschichte hören wollt, dann habe ich unten mal einen Link zum dazugehörigen Hörbuch auf Audible. Über meinen Link könnt ihr dann ein 30-Tage-Probeabo abschließen, das eben 30 Tage lang nichts kostet und könnt euch dann dieses und andere Hörbücher im Star Wars Legends Bereich reinziehen. Außerdem unterstützt ihr mich damit mit 5 Euro pro Anmeldung und bezahlt aber nicht drauf. Auf dem 4. Platz habe ich den eben schon erwähnten Mark Ragnos. Dieser dunkle Lord zählt zu einem der größten Herrscher und wichtigsten Sith-Lords des Legends-Bereichs. Er wurde ca. 5100 Jahre vor der Schlacht von Yavin geboren und war zur Hälfte Mensch, zur Hälfte Teil der Rasse Sith, ein sogenannter Reinblüter. Ragnos kam ganz klassisch zur Macht über das großartige Sith-Imperium der damaligen Zeit. Er köpfte den bisherigen Herrscher und tötete alle Mitbewerber brutalst. Über 100 Jahre lebte der Sith und hielt seinen Titel als dunkler Lord aufrecht. Er wurde immer stärker und sorgte dafür, dass seine Gegner eher sich gegenseitig bekämpften als ihn und somit sicherte er sich konstant den Thron. Als Ragnos dann starb, folgten weitere große Sith in seinen Fußstapfen. Naga Sadow und Ludo Crash kämpften begierig um den Thron, als Ragnos Sith-Geist dann vor ihnen auftauchte und ihnen vermittelte, dass wirklich nur der würdigste von ihnen seinen Platz einnehmen würde. Mark Ragnos war einer der ersten, wenn nicht der erste Sith-Lord, der so mächtig war, dass sein Geist im Diesseits verblieb und in den Katakomben seiner Gruft zurückblieb. 1000 Jahre später wurde er dann von Exakun im eben bereits beschriebenen Kampf wieder heraufbeschworen. Die Seele des Mark Ragnos verblieb aber weiterhin in seiner Gruft auf Dauer und wurde öfter mal nochmal wieder heraufbeschworen. Die Lehren über die Macht von Ragnos Zeit waren dann aber eher rudimentärer. Es ging vielmehr um die Dunkelheit als wirklich verfeinerte Fähigkeiten. Aber Ragnos hat im Grunde genau das geschafft, was Palpatine und alle anderen so gerne wollten. Er hat seinen Geist, sein Bewusstsein für die Ewigkeit erhalten. Jahrtausende später versuchte dann eine Gruppe von Sith-Anhängern ihn nochmal wiederzubeleben, was ihnen auch beinahe gelang, aber dann der Jedi Jaden Karf aus den Jedi Knight Academy Spielen vorbeikam und Ragnos Seele wieder in sein Grab bannte. Aber da ist er immer noch. Er wurde nicht besiegt und deswegen hat er auch den Platz in dieser Liste verdient, denn es geht nicht um die krassesten, härtesten, in die Schnauze Böller Sith, sondern um die, die quasi das erreicht haben, was der Rest der Sith nie geschafft hat.
Und damit bin ich auch schon beim nächsten dunklen Lord. In den Fußstapfen von Ragnos, Sadow und Kuhn kam Darth Nihilus, der Lord des Hungers. Dieser wird zu Recht von vielen als der mächtigste Sith ever gesehen. Und es ist auch irgendwie verständlich. Nihilus ist essentiell eine Wunde in der Macht, eine Anomalie im Universum. Er wird durch die Taten von Revan zur Zeit der Mandalorianischen Kriege ein Opfer des Massenschattengenerators, was ihn zwar nicht tötet, aber verändert. Er ist quasi der Marvel-Superheld unter den Sith. Sein Körper entfesselt erst hier die richtige Machtfähigkeit und damit einen immensen Hunger nach Lebensenergie. Um zu überleben, muss er andere Wesen aussaugen und ihnen alle Energie stehlen. Das kann er mit kompletten Planeten machen. Ihnen die gesamte Energie und damit die gesamte Macht stehlen. Desto mehr er frisst, desto mächtiger, aber auch hungriger wird er. Das Ganze geht zu einem Punkt, an dem er nur noch in schwarzer Schatten gebunden an seine Robe und seine Maske ist. Nihilus ist zuerst mal einer der furchteinflößendsten Sith, da er wirklich eine extreme Besonderheit ist, die man weder davor noch danach so oder ähnlich wieder gesehen hat. Ebenfalls war er durch seine Verbindung zu seiner Schülerin Visa Smar quasi unbesiegbar und scheitert dann nur am Verrat genau dieser. Nihilus ist aber auf meiner Liste nur Platz 3, weil er eben verhältnismäßig leicht besiegt wurde. Persönlich ist er aber insgesamt mit einer meiner Liebsten. Wenn ihr die gesamte ausführliche Geschichte hören wollt, dann klickt jetzt mal hier oben, da habe ich nämlich ein Video drüber gemacht, oder ihr holt euch über den Link, den ich unten gepackt habe, übers Humble Bundle KOTOR 2 und da geht es komplett um Darth Nihilus. Der zweite Platz meiner Liste wird von Darth Revan eingenommen. Das ist jetzt ein kleiner Spoiler für die Fortsetzung meines Darth Revan Videos, welche dann nächste Woche Donnerstag kommt, aber ich spreche hier jetzt schon mal drüber, warum dieser Sith Lord mein Liebling ist. Darth Revan ist eine geniale Figur und das Darth ist dabei erstmal eigentlich uninteressanter als das Revan. Denn eigentlich macht der gesamte Charakter dieser Figur ihn so cool, nicht nur die dunkle oder die helle Seite. Er stand bei den Jedi als auch bei den Sith und realisiert am Ende dann, dass beide Seiten irgendwie nicht cool sind und wurde zu einer Art des ersten grauen Jedi. Machtnutzer, die eben zwischen hell und dunkel stehen und beide Seiten auf eine gewisse Art und Weise in den passenden Situationen anwenden, ohne irgendetwas mit einem Kodex auszuschließen. Da geht es wirklich nur um Balance. Doch wir wollen in der Liste ja von Sith reden. Also kümmere ich mich hier mal nur um den Sith-Part. Als Revan die Mandalorianischen Kriege mit seinem Freund Malak beendete, erfuhren sie vom sterbenden mandalorianischen Anführer, dass ein dunkler Lord, der Sith, diesen Krieg aus dem Verborgenen orchestriert hatte. Gemeinsam machten sie sich auf, diesen Sith zu konfrontieren. Sein Name war Vishiet und er hatte mit Hilfe eines dunklen Rituals ein sehr langes Leben und eine unheimliche Macht erlangt. Er war so ziemlich der Letzte seiner Art. Die großen Sith-Kriege einige Jahre zuvor hatten beinahe alle Reste des von Exar Kun wieder aufgebauten Sith-Imperiums zerstört. So glaubten es jedenfalls die Jedi. Revan und Malak machten sich auf den Weg, um den Sith-Imperator Vishiet zu konfrontieren. Dabei wurden sie dann später unmittelbar mit einer furchtbaren Wahrheit konfrontiert. Während des Krieges hatte Vishiet nämlich bereits durch die Macht Kontakt zu den beiden aufgenommen und ihre Herzen in Dunkelheit gehüllt. Er hatte die beiden Muster-Jedi zu kriegslüsternden Mordmaschinen werden lassen und sie zu guter Letzt als seine neuen Schüler zu sich gelockt. Er setzte ihnen den letzten Schlag und korrumpierte die beiden vor Ort zu Sith Lords. Auf der Suche nach der sogenannten Starforge, einer Superwaffe einer antiken Rasse von ehemals machtsensitiven Wesen, die unendliche Mengen an Kriegsmaterial erstellen konnte, brachen Revan und Malak dann frei von der Manipulation des Sith-Imperators und interpretierten dessen einstige Anweisungen als ihre eigenen Wünsche. Und somit erstellten sie ein neues Sith-Imperium und mit Hilfe der Starforge konnten sie sich eine komplette Flotte und Kriegsmaterial schaffen, bis in die Unendlichkeit. Ebenfalls bauten sie die Sith-Akademie auf Korriban wieder auf und begannen, neue Schüler zu einer neuen Ära der Sith auszubilden. Gemeinsam schafften sie es, den unheimlich mächtigen Sith-Imperator Vishiet aus ihrem Kopf zu verbannen, die verbliebenen, aber primitiven und nicht mehr machtsensitiven Rakata zu manipulieren und somit Zugang zu eben deren Superwaffe zu erhalten. Darth Revan mit seinem Schüler Darth Malak sind Sith-Lords aus Gelegenheit, aber niemand vor oder nach ihnen hat es wirklich geschafft, in so kurzer Zeit so effizient ein wirklich langanhaltendes Sith-Imperium zu gründen. Dieses hielt sich bis zur Zeit von Darth Bane Jahre, also Jahrtausende später. Und genau deswegen ist Darth Revan, der Anführer der beiden, auch mein Platz 2. Und wenn ihr mehr über Revans Geschichte erfahren wollt, dann schaut mal bei meinem Video von letzter Woche dazu vorbei oder holt euch unten über den Link, wie gesagt, das Probeabo bei Audible und gönnt euch den Legends-Roman zu Revan, der ist nämlich auch extrem gut. Und auf Platz 1 habe ich den unsterblichen Sith-Lord Darth Vishiet, a.k.a. Valkorion, a.k.a. den Sith
Imperator. Vichyet ist das entscheidende Bindeglied zwischen den KOTOR-Spielen und dem MMO The Old Republic. Er ist der Strippenzieher hinter den galaktischen Ereignissen des Sith-Imperiums und der Orchestrator gleich zweier Imperien, die parallel liefen. Durch ein Sith-Ritual, mit dem er seinen Geist in verschiedene Körper transportieren konnte und durch das er quasi ewiges Leben erlangen konnte, schaffte er es als einziger Sith-Lord über mehr als 1000 Jahre hinweg, Imperator an der Macht zu sein. Vichyet ist mit Abstand der mächtigste Sith-Lord der Sith und vor allem ein Beweis, wie unheimlich gut The Old Republic von BioWare solche Geschichten erzählen kann. Wenn ihr wollt, werde ich nochmal ein spezielles Video nur über Vichyet machen und alles von seinem Kindesalter bis zu seinem Ende erzählen. Ihr könnt mir dazu allerdings auch auf Twitch folgen und euch einfach meine Streams ansehen, in denen ich mit einigen meiner Patrons und Freunden diese Story in The Old Republic jetzt spiele. Wenn ihr auch mitmachen wollt, dann ist unten ebenfalls ein Link, über den ihr das Spiel herunterladen und euch kostenfrei registrieren könnt. Gemeinsam mit mir in einer Gruppe zu spielen ist allerdings denen vorbehalten, die mich auf Patreon unterstützen und dann den entsprechenden Perk ausgewählt haben, denn die sollen ja auch irgendwas Besonderes bekommen. Aber auch so, das Spiel ist umsonst und auch wenn man Geld bezahlen könnte, muss man das nicht, wenn man nur der Story halt das spielen möchte. Also probiert das wirklich gerne mal aus. Ich freue mich, dass ihr euch meine Liste angeschaut habt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wen ihr noch gerne auf der Liste gesehen hättet und warum. Wenn ich noch einen der Charaktere mal spezieller behandeln soll, dann sagt auch gerne Bescheid. Um mir und dem Kanal zu helfen, reicht übrigens auch schon ein Abo oder ein Like. Aber wer noch einen Schritt weiter gehen möchte, kann die Produktion jetzt auch noch über Patreon hier unterstützen. Danke an alle, die da schon dabei sind. Merchandise gibt's übrigens auch. Link ist unten in der Beschreibung. Wir sehen uns dann ansonsten das nächste Mal wieder. Renjaun.